1. August. Wir verlassen Doau und segeln die 22 Meilen nach Abadaki. An der Einfahrt von Abadaki. Wir sind eine Stunde zu früh da, aber wir hoffen, dass wir da trotzdem gut reinkommen. Die Wellen sind relativ flach. Die Gegenströmung sollte jetzt nur noch ungefähr einen Knoten sein. Aber ein herrlicher Segeltrip. Immer zwischen 5 und 6 Knoten. Wir haben jetzt das Trockendock hier besichtigt auf Abadaki und es ist auch hier ein herrliches Atoll. Ein Anlegesteg hier. Und das ist die Bootsrampe. Da werden dann die Boote hochgezogen. Wir suchen ja einen Platz für die Limelight in der Cyclon-Saison. Von November bis April. Und hier wäre das möglich. Ist auch noch genug Platz da. Sie sagt ja zwar noch ein paar Reservierungen, aber Platz ist noch da. Nachteil ist, hier ist nichts. Man kriegt hier nichts zu kaufen. Man kommt hier einmal in der Woche weg mit dem Flieger, wenn man Glück hat. Ja, das ist weit abgelegen. Aber ein schöner Platz. Elf Uhr. Wir sind in der Ausfahrt von Abadaki. Und hier sieht man ganz gut, wie die Strömung noch draußen ist. Das haben wir extra so abgepasst. Hervorragend. Und jetzt geht's mit einer Nachtfahrt 80 Meilen nach Rangiroa. Kurz vorm Sonnenuntergang segeln wir am Atoll Arutua vorbei. Hier direkt am Riff, so 500 Meter von uns entfernt, da tosen die Wellen. Herrliches Segeln bis jetzt, kaum Welle, direkt vorm Wind, noch 55 Meilen Mitte bis Rangiroa. Dämmerung ist angebrochen. Den ersten Ostpass haben wir hinter uns gelassen. Das war mir zu dunkel und viel zu wellig. Und jetzt sind wir hier ca. 1,5 Meilen vom nächsten Pass entfernt. Aber ich glaube, das wird eine spannende Einfahrt. Bei den Wellen, die wir hier haben, da geht es jetzt rein. Wir sind ein bisschen nach Slacktide dran, also sollten wir ein bisschen gegen Anströmung haben. Hoffen wir mal, dass sich das nicht negativ auf diese Wellen auswirkt. Wir sind kurz vor dem Pass von Rangiroa. Rangiroa ist das zweitgrößte Atoll der Welt.
und es ist noch ein bisschen ungemütlich. Mal schauen, wie es wird. Rangiroa ist ziemlich touristisch. Wir sind schon ziemlich gespannt, wie das mit dem Tourismus hier aussieht. Wie viele Menschen, wie viele Jetskis. Man hört so einiges, wir lassen uns einfach mal überraschen. Angekommen auf Rangiroa. Wir haben es geschafft. War eine etwas holprige Überfahrt, stellenweise wenig Wind und höhere Wellen. Ja, gemischt würde ich sagen. Also so bis 21 Uhr war es herrliches Segeln, war Vollmond. Wir waren im Wellenschatten eines Atolls und sind super gesegelt. Aber dann ab 22 Uhr, da schaukelte es, weil die Welle so blöd seitlich kam. Und dann waren wir schon um 5 Uhr hier am östlichen Pass von Rangiroa. Da war es zu dunkel und die Wellen sind direkt da drauf geballert. Und dann bin ich noch ein bisschen weiter gefahren. Dann sind wir im nördlicheren Pass reingefahren. Sah von außen auch nicht so einfach aus, aber letztendlich war es alles ganz einfach. Sind gut reingekommen und liegen jetzt hier vor der Stadt, vor Anker. Und es ist gerade mal 8.15 Uhr. Sehr schön. Jetzt gibt's Frühstück. Ein schönes Frühstücksei. Wir haben nämlich noch Eier. Der Michael macht dann aber ein Vormittagsschläfchen und dann zum Mittag oder Nachmittag würde ich dann gerne das Dorf erkunden. Bist dabei? Keine Frage. Alles klar. Also, lasst euch überraschen. Am Nordostpass von Rangiroa. Da vorne, da seht ihr ein paar Schnorchler. Die werden jetzt hier mit dieser Strömung durchgetrieben. Wahnsinnig schnell. Es gibt doch noch Ferienresorts, so wie man sich das vorstellt in der Südsee. Aber ich finde es nicht so toll. Hast du was Schönes gefunden? Nee, glaube nicht. Nicht? Warum nicht? Was war denn da? Da war ein kleiner Whirlpool direkt auf der kleinen Terrasse. Auch schön. Auch schön, so direkt am Meer. Also heute gibt es eine Fahrradtour. Annette versucht, ihr E-Bike einzustellen. Ja, boom. Okay. Na, ready. Bus. Heute gibt es hier Standing Waves. Das heißt, die Strömung geht raus gegen die Wellen und gegen den Wind. Und da bauen sich halt diese Wellen auf. Und da wollen wir mit unserem Boot aber nicht reinkommen. Hallo! Lächelst du auch? Na klar! Ja, das ist ja gut. Wir haben auf unserem Weg einen Foodtruck gefunden, hier direkt am Strand. Da gibt es erstmal eine kleine Erfrischung. Bringen die Delfine, die ich so gerne mal beim Tauchen sehen wollte. Ja. Wir sind in der blauen Lagune von Rangiroa. Zumindest davor. Wir finden noch keinen Weg rein. Naja, das ist schon hier die Lagune. Wo wollen wir denn hin?
Nach da drüben. Ach, nach da drüben wollen wir? Ja, dann fahren wir da doch hin. Da hinten steht einsam die Limelight. Und hier ist gleich unser erster Hai. Wollen wir mal gucken, ob ich ein Nest für euch drauf kriege? Wir dürfen nicht so nah rangehen und für die nicht alle verscheuchen. Ne? Oh, da sieht man Nester, da ist ein Nest. Da ist ein Nest. Wir versuchen heute wieder unser Glück Wahus zu fangen, aber anscheinend ist der Bursche viel mehr daran interessiert als die Wahus. Schade eigentlich, den wollen wir nicht. Guten Morgen. Ja, wie ihr seht, hat die Annette mir gestern die Haare geschnitten. Sieht wieder ganz anders aus. Aber ich muss euch sagen, wir liegen hier vor der Blue Lagoon. Und der Wind, der war gar nicht so schlimm heute Nacht. Immer so zwischen 15 und 20 Knoten. Aber er kam aus einer falschen Richtung. Also kam direkt hier auf das Land zu. Und hat riesige Wellen aufgebaut. Also ich habe, wenn es hochkommt, vielleicht eine halbe Stunde geschlafen. Also der schaukelt und zerrt an der Ankerkette. Jetzt ist es 6.10 Uhr. Ich habe schon mal Kaffee gekocht. Gleich werden wir hier Anker aufgehen und suchen uns einen besseren Ort. Ich zeige euch das mal hier.
hat das die ganze Nacht geschaukelt. Wunderschön. Also heute, hier am Pass, sieht es ziemlich wellig aus. Das wird spannend. Unser Abschied von den Tuamotus, der letzte Pass, auf dem wir auslaufen, der ist scheinbar auch hier am heftigsten. Ein Spaß! Oh, die Kälber haben wir schon mal. Schön. Ein Schott eingebaut, falls eine Welle rüberkommt, so wie eben. Mehr muss aber nicht werden, ne? Te caina cua qui te quiera u ta libera e te papa ta ie. Ist ja gut, dass hier die Wellen nachlassen im Pass. Ist schon schöner. So, tschüss, Rangiroa. Te caina tu a ti te quiera u ta libera e te papa ta ie. Te caina tu a ti te quiera.